So. Welcome back, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Daniel Quarto und in diesem Video sprechen wir über die 5 häufigsten Haarstyling-Fehler, die Männer machen. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free. Instagram habe ich selbstverständlich auch. Dort findest du ein bisschen mehr privatere Einblicke von mir in den Stories als auch einige Outfit-Posts. Also wenn du dich dafür interessierst, check mich dort auch gerne ab. Ja Leute, wer kennt es nicht? Die Good Hair Days, die Bad Hair Days und manchmal hast du auch einen katastrophalen Hair Day, ja? Da denkst du so, was ist da oben auf meinem Kopf los? Aber bis man die perfekte Frisur bekommt und das perfekte Haarstyling-Produkt findet, ja, ist es eine lange Reise und währenddessen macht man einfach unfassbar viele Fehler und die habe ich auch gemacht. Ja, heute sprechen wir über die 5 häufigsten Haarstyling-Fehler, die Männer machen und wie man diese vermeiden kann. Fehler Nummer 1. Ständiges Rumgefummel in den Haaren. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, aber es gibt solche Typen, ja, die nutzen wirklich jede Gelegenheit aus, jedes Fenster, jeden Spiegel und fassen sich ständig in den Haaren herum, ja. Passt es hier, passt es da? Oh mein Gott! Leute, aufhören damit, ja. Was macht ihr den ganzen Tag mit euren Fingern? Ihr haltet euch in der U-Bahn fest, ihr öffnet Türen, ihr schüttelt Leuten die Händen, ja. Und dieser ganze Schmutz und die ganzen Bakterien, die wollt ihr auch nicht in euren Haaren haben. Leute, Finger raus aus euren Haaren. Wenn eure Haare mal nicht sitzen, dann geht ihr zum Spiegel hin, macht eure Haare einmal neu und dann raus mit den Händen aus euren Haaren. That's it. Billige Haarstyling-Produkte. Ja Leute, wir Männer sind oftmals einfach gestrickt. Ich weiß das und ich kenne das. Und was machen wir Männer in Bezug auf Haarstyling-Produkte? Wir haben irgendwann mal ein Haarstyling-Produkt getestet, ja, und es ausprobiert und das hat funktioniert und dann bleiben wir dabei. Und das ist wahrscheinlich dann irgendein billiges Haarstyling-Produkt aus dem Drogeriemarkt. Ist das schlimm? Nee, ist es überhaupt nicht schlimm. Fallen dadurch die Haare aus? Nein. Aber wenn ihr anstatt billige Haarstyling-Produkte aus dem Drogeriemarkt hochwertige Haarstyling-Produkte mit hochwertigen Inhaltsstoffen kauft, dann könnt ihr nicht eure Haare da super mit stylen, sondern diese Inhaltsstoffe pflegen auch gleichzeitig noch eure Haare. Also, ich würde vorschlagen, sucht euch das perfekte Haarstyling-Produkt an, ein hochwertiges Haarstyling-Produkt mit guten Inhaltsstoffen, dann habt ihr auf jeden Fall neben dem Styling auch noch Pflege mit dabei. Zu viel Haarstyling-Produkt in euren Haaren. Ja Leute, die Denkweise der meisten Leute ist folgende. Ich brauche mehr Halt in meinen Haaren, also nehme ich einfach auch mehr Produkt. Das bedeutet logischerweise mehr Produkt, besserer Halt. Ist aber nicht so. Was machen aber dann die meisten Leute? Die nehmen dann nicht ein bisschen oder eine passende Menge, sondern die klatschen sich dann so eine Menge in die Haare. Seht ihr das? So eine riesige Menge. Klatschen sich dann diese riesige Menge in die Haare rein und was passiert? Die Haare fallen nach kurzer Zeit wieder runter. Und was machen sie dann? Dann nehmen sie einfach noch mehr Produkt, weil sie denken, ich brauche noch mehr Halt, das kann doch nicht sein. Und klatschen noch mehr Produkt in die Haare rein. Und was passiert dann? Die Haare fallen wieder runter. Und was ist, wenn deine Haare runterfallen? Entweder sind deine Haare zu lang oder du benutzt einfach das falsche Produkt. Also Leute, nicht zu viel Produkt in die Haare machen, also mehr Halt bedeutet nicht gleich mehr Produkt, sondern wählt einfach das richtige Produkt aus. By the way, Leute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe ein Special für euch. Wenn du gerade unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, kein Problem, dann schick mir einfach eine E-Mail mit deiner Frisur und ich schicke dir eine E-Mail zurück mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die für deinen Haartyp passen. Ist das geil oder ist das geil? Amazing! Kommen wir zum nächsten Fehler, die falsche Anwendung. Die meisten Leute kaufen sich ein passendes Haarstyling-Produkt, aber wenden es nicht richtig an. Was passiert? Folgendes. Die Leute nehmen sich hier Haarstyling-Produkt, nehmen das, vielleicht auch die passende Menge und machen dann Folgendes. Klatschen sich das in die Hände rein und dann klatschen sie sich es in die Haare. So, seht ihr das? Leute, ihr müsst das Haarstyling-Produkt vorher vernünftig in den Händen verteilen, ja? Das bedeutet Folgendes. So! Jetzt ist das Haarstyling-Produkt vernünftig in euren Händen verteilt und dann könnt ihr es in eure Haare reinmachen. Es muss wirklich schön verteilt sein. Viele Haarstyling-Produkte, jetzt nicht dieses hier, aber zum Beispiel ein Haarwachs, man sieht es gar nicht mehr in den Händen. Wenn ihr ein Haarstyling-Produkt verwendet, dann verteilt es vernünftig in euren Händen und erst dann in eure Haare einarbeiten. Wie oft habe ich schon gesehen, dass irgendwelche Männer so einen fetten Brocken Haarwachs in den Haaren hängen haben? Leute, das geht gar nicht, ja? Absolut gar nicht. Also, wenn ihr das Haarstyling-Produkt anwendet, dann verteilt es vorab vernünftig in eure Hände und dann auch vernünftig in eure Haare. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, zu viel Hitze. Ja Leute, den Punkt habe ich selber auch lange, lange Jahre falsch gemacht und habe einfach meine Haare A, jeden Tag geglättet und das mit zu viel Hitze. Und B, ich habe keinen Hitzeschutz verwendet. Also Leute, wenn ihr Hitze an eure Haare lasst, ja, egal ob Föhn oder Glätteisen oder was auch immer, dann benutzt bitte ein
Hitzeschutzspray. Bevor ihr Hitze an eure Haare lasst, einfach ein bisschen Spray in die Haare rein. Damit schützt ihr eure Haare und versucht eure Haare nicht auf die höchste Temperatur zum Beispiel zu glätten, so wie ich das damals gemacht habe. Denn dann passiert Folgendes, die Haare brechen ab, gehen kaputt, trocknen aus. Versucht die niedrigste Stufe zu wählen und dann eure Haare zu glätten und macht nicht denselben Fehler, den ich damals gemacht habe. So Leute, das war's für heute. Mein Angebot steht nach wie vor. Wenn ihr euch unsicher in der Auswahl eures Haarstyling-Produktes seid, dann schickt mir gerne eine E-Mail an info@daniel-korte.com und ich antworte euch mit 3 passenden Produkten für euren Haartyp. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Denkt dran, Support ist kein Mord. Jeder Daumen zählt. Und ja, hinterlasst auch gerne ein paar Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Versuche auch alle zu beantworten. Macht's gut, bis dahin. Peace out.